Okay, dann nochmal. Was habe ich denn jetzt gerade anders gemacht? Was, sowas mag ich übrigens total. Wenn ihr sowas habt, ne? Mit rumglitschen und buggen und so. Ey, haut mir das bitte in die Kommentare. Also, ich erwähne euch dann natürlich auch mit Namen. Ich werde mir das vorher rausschreiben, aber haut mir das in die Kommentare. Ich finde das irgendwie voll lustig. Das muss doch irgendwie möglich sein. Okay, warte. Ich werde das irgendwie schaffen. Ich werde jetzt mich hier durchglitschen. Die anderen können es auch. Das ist so gemein. Die Lehrerin. Die zwei Lehrerinnen haben auf einmal eine Glatze. Warum? Glatzenlehrerin. So. Dinge, die man auch mal machen kann im Yandere-Simulator. Lehrerin stalken. Das ist echt wunderschön. Ja. Ah, das ist ja cool. Das konnte ich vorher nicht. Okay, könnte ich vielleicht eventuell trotzdem mal hier... Das wäre echt super. Na Mann, schade. Gut, wir können doch nach Hause. Hatte ich... Oh nein, ich hatte... Hatte ich aus Versehen den Tag jetzt gerade... Oh nein, lebt Kokona noch? Sag bitte nicht. Habe ich das jetzt umsonst... Ne, die lebt doch gar nicht. Hä? Oh Gott, die wird einfach vergessen, oder was? Was zur Hölle? Taro Yamada. Midorin Gurin. What is school logo? Ayano. Manche von euch haben übrigens gesagt, ich soll nochmal Senpai of the Night spielen. Das werden wir sicherlich auch nochmal in irgendeiner Folge machen. Und dann würde ich wohl, da wäre wohl am Ende dann auch irgendwas Cooles. Also ich war so schlecht in dem Spiel. So, jetzt. Achtung. Okidoki. Okidoki. Was ich jetzt tue, ist, ich hole immer so einen netten Müllbeutel hier. Hier liegt ja einer. Porte mich hier hin. Lege den hier ab. Nehme dieses Messer. Nicht. Warte mal, ich mache das anders. Ich nehme jetzt direkt schon die Kreissäge. Die brauche ich nämlich jetzt. Die brauche ich für beide Methoden. Falls das jetzt noch nicht funktioniert und ich finde das so strategisch nett, dass ich das echt gerne ausprobieren würde. Aber es kann halt sein, dass es noch gar nicht drin ist im Spiel. Ich sabbere heute und ich habe so einen trockenen Mund. Ich hoffe mal, ich werde nicht krank. Irgendwie werde ich die ganze Zeit mal krank und dann ist am nächsten Tag wieder weg. Ganz komisch. Letztens hatte ich total den Schnupfen. So richtig mit ganz viel Schnodder und allem drum und dran. Entschuldigung. Aber irgendwie ist es am nächsten Tag wieder weg. Keine Ahnung, was mit mir los ist. Okay. Hui! So. So, und jetzt mache ich Folgendes. Das hier. Gut. Dann haben wir hier den Kopf irgendwo. Warte mal, das ist der Torso. Den wollte ich aber nicht. Ich wollte den Kopf. Kopf haben wir hier. Geht das schon? Es geht noch nicht. Okay. Okay, dann ist das eine Sache, die er noch geplant hat. Wir können irgendwann hier in diesen Abfallsäcken. Könntest du bitte aufhören zu rollen, du komischer Abfallsack? Könntest du bitte. Dankeschön. Midori, guck mal hin, ich erkläre dir das mal. Irgendwann können wir Körperteile in diesen Müll, der anscheinend von alleine rollt, packen. Diesen Müllbeutel, da weiß ja keiner, was da drin ist, den können wir dann einfach, denn es gibt eine bestimmte Zeit hier in diesem Spiel, fangen die Schüler an, ihre Schulräume irgendwie sauber zu machen. Warte mal. Das gibt es in Japan wirklich, die Schüler müssen, ich bin gerade so verwirrt, Entschuldigung.
müssen ihre Klassen halt nach dem Unterricht beziehungsweise die ganze Schule auch Badezimmer und so putzen. Das wäre hier in Deutschland natürlich kein Bock. Da beschwert sich dann aber nicht wirklich jemand. Und wenn wir da den Müllbeutel da irgendwo hinlegen, wo ein Schüler vorbeigeht, der gerade dafür zuständig ist, dass der Müllbeutel in den Müll kommt, dann nimmt er diesen Beutel, schafft für dich die Leichenteile weg, du hast gar nichts damit zu tun und bist fein raus. Wunderbar eigentlich, wunderbar. So, also. Oh. Ihr habt nichts gesehen. Nein! Oh Gott, okay, warte. Kein Problem, kein Problem. Ich gehe alles verbrennen. Oh, warte mal. Ich kann gar nicht. Das sind ja die Kollegen jetzt. Warte, ich gehe mich erstmal waschen. Waschen, 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 waschen. Ihr habt nichts gesehen. Nein, 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 nein. Scheiße, das ist falsch. So, was this just. It was right here. I know, I saw it. Hm? Das ist natürlich, ich wusste nicht, dass da jetzt ein neuer Text kam. Okay, warte. Ich wasche mich. Wir haben noch über 4 Minuten. Ich wasche mich. Ich werde mich natürlich auch umziehen. Ich hebe hier mal meine Sachen schon mal auf. Wieso habe ich das eigentlich nie gemacht? Ich kann das doch, während ich die Sachen halte, kann ich mich doch auch umziehen. So. Habe ich ja irgendwas Heißes gegessen, aber warum lispel ich so? Es ist ja furchtbar, Entschuldigung. Hopp. So. Das ist... Sieht das für dich aus, als wäre das blutige Kleidung, oder was? Okay. Dann... Also, Kokona dürfte da nicht mehr drin sein, ne? Stimmt, das hatte ich ja gar nicht gebraucht. Die Säge! Oh mein Gott! So, die brauchen wir auch noch. Alles klar, ihr seht nichts. Okay. Also eine Funktion, wo man sich hier noch die Hände waschen kann, die wäre eigentlich noch ziemlich gut, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel die Säge gerade anfasse, sind meine Hände ja auch blutig. Und ich denke mal nicht, dass ich mich jetzt nochmal abwaschen müsste, aber theoretisch wäre es logisch, wenn das Spiel jetzt denkt, aha, die hat schon wieder was Blutiges angefasst, die hat da was vergessen, die muss ich jetzt danach noch die Hände waschen. Wäre kein Problem. Wait, was ist los? Yeah, that's what I thought. Coward. Übrigens, das mit dem Verbrennen und der Polizei, das hätte auch gar nicht... Guck mal, ihr seht ja, dass der Timer hier... Das ist gar nicht der Timer. Hier ist der Timer. Der braucht eine Weile. Das deckt sich also gar nicht mit der Zeit... Scram, loser. Mit der Polizeiankunftszeit. Quit it! Get away! Back off! Back off! Scram! Ihr wisst ja, dass ich euch noch töten werde, oder? Ja, das wisst ihr. Na, ihr seid so Liebe. Ja, das reicht. Mehr muss ich nicht machen. Ja, mehr muss ich nicht machen. Das reicht völlig. Okay, dann machen wir mal den hier. Ihr habt also keine Leichen gefunden. Das ist komisch, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich Midori da oben zerstückelt liegen lassen habe. Okay. Also wir sind im Moment... habe ich irgendwie einen besonderen Schutz? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Wir haben schon Donnerstag. Ich glaube, es ist Zeit, Leute. Ich glaube, es ist Zeit. Wir probieren, die Säcke zu töten. Aber, wie gesagt, ich glaube, es funktioniert nicht. Meine Nase juckt den ganzen Zeit.
Die sind halt quasi, haben die, glaube ich, so einen Status wie der Direktor bzw. die Direktorin und die Krankenschwester. Wobei die hier natürlich mit uns interagieren. Soll ich das die Uhr mal wieder ein bisschen ablaufen? Und dann werde ich gleich noch was googeln und dann nochmal aufnehmen. So, was machen wir denn? Ich glaube, ich mache den hier. So, theoretisch. Ich kann machen, was ich will. Manu! Ich hasse euch, ich werde Senpai töten gehen. Einfach nur, weil ich Bock drauf hab. Senpai, I'm coming for you. Oh Gott, ich hasse Senpai irgendwie. Aber ich darf ihn nicht hassen, ich muss ihn lieben. Ich hassliebe ihn. Und weil ich ihn so hassliebe, muss ich ihn töten. Oh, meine Nase. Wo ist denn mein lieber Senpai? Da 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 da. Ey, bleib hier. So, kann ich den wirklich nur mit Mods aufheben? Weil ich will nicht modden in dem Spiel. Ich will nicht modden. Das funktioniert leider nicht. Wenn ihr da irgendwie einen Tipp habt, auch bitte gerne in die Kommentare. Ich weiß, dass es irgendwie gehen muss. Ja, das finde ich auch. Wie kannst du reden? Du bist so tot! Ey. Boah, guck mal. Wuhu! Warte, geht das nicht? Oh Gott, du hast doch gerade gemacht. Ja, so. Mann, ich will das machen. Nee, es geht leider nicht. Ich würde so gerne mit Senpai auf dem Arm rumlaufen. So gerne. Hey, möchtest du mal fliegen? Ach, geht gar nicht. Jetzt fliegt sie nicht mehr, ne? Gut, dann... ach Mann, ist das schade. Schade, schade. Also, wir können die auf keinen Fall töten. Wenn wir eine Leiche darunter werfen... reagieren die nicht. Das mit dem Müll funktioniert auch noch nicht. Eine Sache werden wir natürlich noch ausprobieren bezüglich Müll. Na, kommst du hinterher? Da kommst du aber nicht hinterher. Naja. Guck mal, habe ich gemacht. Schön. Ich werde die jetzt mal runterwerfen. Kann ich die auch hier runterwerfen? Okay, das ist neu. Oder? Ich meine, ich hatte es schon mal an der Stelle versucht. So, da vorne sind die. Da unten ist die. Ah, ist das lustig. Nehmen wir jetzt mal an, ich nehme mal eine von den beiden hier. So. Und ich möchte die halt genau... Ach Mann, das funktioniert leider nicht. Schade. Ich würde so gerne... Die läuft immer noch. Ich würde so gerne genau hier runterwerfen oder auf eine von den... Wenn die so genau da stehen würden, würde ich die gerne auf die drauf werfen. Aber naja. Ich werde jetzt nochmal das hier probieren. Mann, ich wollte nicht so viel aufnehmen. Was mache ich hier? Und das ist leider immer so. Wenn ich einfach so spiele, probiere ich halt Sachen aus die ganze Zeit. Ja, könntest du bitte? Eventuell. Dankeschön. Man muss das ja nicht provozieren, okay? Das muss man ja wirklich nicht machen. Aber. Aber. Ist gut so? Kommt immer nur eine von euch, ne? Huh? I knew you didn't have the guts.
All talk and no action, huh? So. Yeah, that's what I thought. Hey! Oh nein! Ich lasse die bei euch. Oh nein! Ich will die da lassen bei denen. Schade, lass das. Guck mal, wie der das einfach gemacht hat. Ich war das gar nicht. Der hier war das. Geht das auch bei den beiden hier? Bei denen hier? Geht das auch bei euch? Oh Gott, mir tut mir das so leid. Oh Scheiße. Oh, die Polizei kommt gleich. Ich muss gleich aufhören. Hier. Da hast du. Hau rein. Boah, wie krass. Was passiert, wenn ich das hier mache? Guck mal, Kokona lebt wieder. Oh Gott, sie hat gerade wieder gelebt, ich schwöre. Oh Gott. Was zur Hölle mache ich hier? Ja, ich lasse sie mal da liegen. Okay, die Polizei kommt gleich. Ey, komm, ich laufe mal mit. Oh nein! Oh Scheiße. Ich will die Hände jetzt machen. Sollen wir das nochmal machen? Ich will die Hände machen und da mal gucken, was die machen. Mann, ich muss eine Sache. Es gibt eine Sache. Null. Nein, das war definitiv die falsche Null. Hä, was machst du? Hör auf, das zu machen, Spiel. Ich habe das ganz genau gesehen. Nein! Oh Gott. Nein, das auf jeden Fall auch nicht. Es ist ganz komisch. Wisst ihr was? Ich mache mal eine ganz kurze Pause und bin sofort wieder da. Bis gleich. Ich muss gerade, ich bin wieder da, aber ich muss gerade nochmal hier. Deswegen musste ich gerade so ein bisschen innerlich lachen. Weil das haben wir ja gemacht, als ich die ersten Male andere Simulator gespielt habe und das Spiel gar nicht kannte. Und du kannst am Anfang auch nicht alles wissen. Dadurch, dass ich jetzt jedes Update mitnehme, privat auch spiele und immer wieder am Ball bleibe, mir die Wiki immer täglich durchlese, dadurch weiß ich natürlich auch, was für Neuerungen es gibt, was man so machen kann. Und das ist so, wenn ihr also Yandere Let's Plays seht und das Leute, die gerade angefangen haben, dann geht nicht so streng mit denen ins Gericht, sagt man das so? Weil es ist halt natürlich, jeder lernt. Und wenn man dann immer die Leute mit Infos zuballert, das ist immer am allerschlimmsten. Ich bin leider so eine, wenn mir jemand sagt, hey, zeig mir mal, wie das geht, dann... Und die Leute checken dann gar nichts. Was? So, also gucken wir mal, ob das jetzt geht. Oh nein. Nein, mein Spiel. No! Mein Spiel ist abgestürzt. Okay, das ist kein Problem. Das ist echt kein Problem. Ich starte noch einmal das Spiel. Es könnte sein, dass die Aufnahme defekt ist. No! Übrigens, danke an alle, die noch dabei sind. Das macht mit euch zusammen so viel Spaß. Hört sich so böse an. Ah! Ich mache das immer, dann sehe ich meine Timeline immer, da habe ich angefangen, da schneide ich die Kamera dann da rein. Ich mache das alles noch sehr altmodisch und super kompliziert mit dem Schneiden. So. Könnt ihr eigentlich, ihr müsst nicht mal hier ein Lied dazu machen? Das wäre super. Okay, wir machen mal einfach, weil wir so lustig sind, machen wir mal New Game. Das hat man ja auch schon länger nicht mehr gemacht. Wir machen mal, so ein... Ja, eine gesunde Hautfarbe. Wir machen dann mal... Was machen wir mit dir, Junge? Ja, wir machen dir lange Haare. Und du wirst lila Haare haben. Deine Augen werden rot sein. Und mal gucken, was für eine Sonnenbrille du anhast. Ich glaube, die hier ist perfekt, Senpai. Du bist der schönste Senpai der ganzen Welt. Welche Uniform steht Senpai denn am besten? Ach du Scheiße. Der wird einfach nur so eine weiße Uniform anhaben. Und ich lasse die Uniform, weil es immer die aktuelle ist, die ich gerade anhabe. Und das nächste Mal wechsle ich auch wieder auf die dunklere Uniform. Das brauchen wir uns nicht nochmal angucken. Hey. Mit Info-Chan machen wir gar nicht mehr so viel. Ne, ich würde da schon gerne noch was machen. Ich mache das immer, wenn ich das erste Mal Yandere Simulator einschalte. Immer. Es ist so furchtbar. Es hat nicht mal wirklich Sinn. Ein neuer Versuch.
stell mich hier hin, mach den hier. Ich habe es gerade noch nicht wirklich ausprobiert. Ah, jetzt geht's. Das ist nämlich auch, das war ursprünglich ein Bug und ich wollte es schon immer mal machen. Ich wusste noch nicht genau wie. Es war ursprünglich ein Bug und der Entwickler, was macht sie da mit ihrem Mund bitte? Ah, okay. Und der Entwickler hat es dann halt, der Entwickler hat es dann halt im Spiel selbst. Oh Gott, Senpai, warum? Why, Senpai? Why? Hat es dann halt drin gelassen. Das ist super lustig. Achso. Hallo? Das ist meine Oculus Rift. Ja? Oh. Jetzt habe ich gerade ein Foto gemacht. Und dann müsste ich jetzt wieder... Ah, okay, das ist... Cool. Ich finde das echt gut. Was passiert denn, wenn ich mich jetzt... Ich will noch ein paar andere Sachen mal machen. Können wir denn auch... Wenn ich jetzt zum Beispiel die Kamera von hier so... Ah, das geht. Okay, dann stelle ich mal hin. Ja, das ist mein Spinnentier. Der Witz war so lustig, Saki! Der Witz war so... Psch, 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 hör auf! Guck nicht so. Na, es ist meiner. Geh mal da weg. Jetzt geh doch mal da weg. Jetzt geh doch mal da weg. Guck mal meine. Warte. Da. Guckt mal meine Schuhe an. Sie sind so wunderschön. Okay. Damit können wir eigentlich coole Sachen machen. Ich möchte immer noch gerne... Das ist so praktisch. Gerne die Arme spawnen. Warum liegt da zur Hölle jetzt die Säge? Ich bin verwirrt. So. Das Lustige ist, das habe ich auch in dem Video gesehen. Man kann mit einer Easter Eggs auch die Arme spawnen. Soll ich das mal machen? Soll ich mir mal eins der Easter Eggs nehmen? Vielleicht eins, das überhaupt gar nicht zu den Armen passt. Titan Mode. Nein! Doch! To deactivate, you will restart the day using the... Okay. Ey. Okay, wer... Nein. Ey. Der. Wie ich das einfach mache. Ich... Oh Gott, ich bin... Warum mache ich das denn jetzt? Okay, warte. Okay. Ach, das ist gar nicht die... Ah, ich brauch den, ich brauch den. So. Da sind die nämlich alle dann da. Dann kann ich alle schlafen schicken. Super. Warten wir noch auf OK. Okaduka. Wo ist die? Habe ich die getötet? Warte mal. Ich habe noch gar keinen getötet. Nein, ich habe noch gar keinen getötet. Wann kommt die denn? Ich habe gerade ein bisschen... Angst. Da ist sie. Yay. Okay. Dann wollen wir mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und ist tut mir leid. Sechs. So. Dann nehmen wir sie und ziehen sie mal hier hin. Übrigens, wir machen mal den hier. Lassen sie los. Keiner merkt etwas. Vielleicht sollte ich gleich auch mal die Tür schließen. Loslassen? Könntest du bitte? Dankeschön. So, hier gibt es nichts zu sehen. Hier ist alles in Ordnung. So, dann den hier noch. Ah, wieso will ich immer rennen? Könntest du bitte? Ja, den hier da rein. Und dann die beiden hier noch. Ihr seht alle aus wie Senpai. Ich habe euch leider verwechselt. Ich wollte das gar nicht. Könntest du bitte Dankeschön? So. Okay.
dann wollen wir mal an die Arbeit gehen. Wenn ich jetzt... Ich fange mal an. Ich stelle gleich mal die Kamera auch um. Ich überlege gerade euch bei der letzten Leiche, wenn ich dann jetzt gleich den Titan-Mode mache, dann werden die ja nicht größer, oder? Also ich glaube wirklich nicht, dass die größer werden. So, machen wir mal hier. Wo ist denn die Säge jetzt? Oh nein, ich habe die Säge nicht mehr. Moment, wo ist die? Zur Hölle, wo ist die? Scheiße. Warum ist die weg? Warum liegt die denn hier? Ach ja, weil ich das Foto gemacht habe. Okay, dann machen wir einfach mal weiter. Ich hoffe, das klappt gerade so, wie ich mir das vorstelle. Ich weiß auch immer noch nicht, ob ich wirklich die Member vom Okkult Club töten muss hier und den Kreis liegen lassen muss. Oder ob es reicht, wenn ich, keine Ahnung, 5 Personen vom Dach nehme oder so. Aber ich glaube, das müssen speziell diese Personen sein. Mir geht's nicht so gut. Ich zweifle gerade ein bisschen an den Geisteszustand. So. Da haben wir noch einen. Oh, verdammt. Hoffentlich war das jetzt nicht der letzte. Denn ich muss ja noch was machen. Haben wir noch einen? Ja, super. Okay, einen haben wir noch. Vorher. Okay. Das heißt, alle anderen müssten gleich riesengroß sein. Oh nein, das sollte doch eigentlich behoben sein. Also es gab einen Bug, dass das nicht mehr funktioniert hat, aber es sollte eigentlich behoben sein. Das wackelt mir hier gerade viel zu viel. Wir sind doch alle durch. Okay, was ist denn los? Könntest du bitte... Hä? Och, Mann. Was fällt mit dem Messer irgendwie nochmal? Ja, ich muss das gleich nochmal probieren. Die haben übrigens neue Texturen. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Also die haben jetzt die, voilà. Die wirklich... Die sehen halt wirklich wie Titan aus. Das ist so geil. Ah! Oh Gott, Saki! Anne, Saki und... Ich weiß nicht, wer das noch ist. Auf jeden Fall super gruselig. Die beiden. Hallo? Würdest du bitte eventuell... Könntest du mal jemanden hier... Nein, machst nicht... Ich habe eine andere Idee. Also, wir können jetzt hier gerade sowieso nichts machen. Die bekämpfen sich da. Diese Delinquenten... Sind die jetzt auch groß? Die müssten... Müssten da vorne um die Ecke sein. Warte mal. Leicht verwirrt, hier sind sie. Die stehen da gar nicht. Aber ich glaube nicht, dass sie zu Titan werden. So, Leute, soll ich hier vielleicht irgendjemanden von euch... Aber ich glaube, ich kann gerade überhaupt gar nichts machen. Doch, kann ich! Ach, das ist ja super. Boah, du bist aber echt gruselig, weißt du das? Boah, wie gruselig! Oh, das Scheiße, wie gruselig! Hey, was willst du? Ich dachte, ihr... Boah, wie geil wäre es, wenn diese Riesentitanen einfach mit mir kämpfen. Ich renne diesen Arsch hinterher. Oh nein, Hilfe, Frau Lehrerin, ein Riesenarsch. Oh. Niemals. Ich würde gerne... Oh, da, da, da. Das wollte ich schon... Oh, oh. Schon immer mal machen. So einen Titan irgendwie schleppen oder tragen. Das hatte ich privat ein paar Mal probiert. Es hat einfach nicht funktioniert. Einfach nicht funktioniert. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich wollte einen Titan tragen oder ziehen. Es ging nicht. Ah, was können wir jetzt da machen? Oh nein, ich nehme schon wieder so lange auf. Ich sollte nicht... Ich muss hier noch ganz viel morden.
Ja, das war jetzt echt doof gerade. Ich weiß nicht, was ich da jetzt falsch gemacht habe. Das hat irgendwie nicht mehr funktioniert. Ich kann es nochmal mitnehmen. Ich weiß gar nicht, wie ich mich in diesen Okkult Club... Nein. Teleporte. Ach so. Ah, okay. Hey! Könnte ich eventuell das hier mal wieder mitnehmen? Das wäre echt super. Mit Steuerung macht ihr das. So. Ich nehme das hier wieder. Kann ich das vielleicht... Sollte ich das vielleicht nicht mit dem Messer machen? Ich mache das jetzt mal anders. Ich warte mal kurz auf die anderen. Komisch, dass Urka jetzt da ist. Ganz komisch. So, ich schließe die Türen. Laufe durch diese Tür, weil ich es kann. So, alle da? Ja. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Nein! Komm schön mit. Sechs. So, den ziehen wir nochmal rein. Komm mal mit. Wie schnell der die Tür aufgemacht hat, der Penner. Ich bin mir ziemlich sicher, ich hatte die alle im Kreis. So. Vielleicht geht das doch nicht im... mit diesen Easter Eggs. Ansonsten könnte ich natürlich probieren, dieses die zu aktivieren, wenn wir... Habe ich mein Messer noch? Ja. Wenn wir drin sind... Ich gehe mal hier rein. Wenn wir die Arme um uns drum haben. Oh Mann. Meine Tante.